So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Space. Wir sind immer noch an Bord der Ishimura und versuchen zu entkommen und unsere Freundin zu finden und zu befreien, falls sie noch lebt. Und ich muss gleich zu Beginn anmerken, dass mir ein kleines Malheur passiert ist. Ich habe geistreicherweise ein paar meiner Aufnahmen gelöscht, weshalb es zwischen der letzten Folge und dieser Folge ein kleines Loch gibt. Das dürfte aber nicht so lang sein, das dürften so 10 bis 15 Minuten sein, maximal. Ja, an die komme ich nicht mehr ran. Ich will das jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal nachspielen. Das ist nicht so schlimm, da ist nichts passiert. Und ich mache jetzt an der Stelle weiter. Aber das bitte ich euch zu entschuldigen. Ich war ein bisschen noobig, tut mir leid. Kommt hoffentlich nicht wieder vor. So, aber wir gehen jetzt mal hier weiter. Und zwar zur Ishimura Klinik. Unsere Aufgabe war, wie immer muss ich es machen, Chemikalien finden. Ich muss eine DNS-Probe finden. Ach so, wir wollen ja irgendwie das Lüftungssystem benutzen, das uns momentan vergiftet, um die Kreaturen zu vergiften. Genau, das ist der Plan. Also gehen wir mal durch diese Tour, ja, durch diese Tür in die Ishimura Klinik rein. Oh, hab ich mir jetzt überhaupt... Oh, ich sollte mir vorher Munition kaufen. Ja, ich sollte mir definitiv Munition kaufen. Ja, ja, ja. Ich brauche definitiv Munition für den... Plasma-Karte. Was ist die denn? Mann. So, hier. Plasma-Energie. Ja. Oh. Und das war's auch schon mit meinem Geld. Dann tausche ich, glaube ich, nochmal die Strahlenkanone gegen diese Laserkanone. So, ich hoffe, ich habe noch Muni für die. Habe ich jetzt gar nicht gefunden. Okay, das sieht okay aus. Und Plasma-Cutter nachladen. So, alles klar. Das ist nicht viel Muni. Aber wenigstens ein bisschen was. Für das, was wohl hier noch kommen mag. Sprechen Sie mit einem Kliniktechniker, bevor Sie sich setzen. Natürlich, ich habe jetzt auch Zeit und Lust, mich hier hinzusetzen. Die Wirklichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Es kommt. Beten Sie. Ja, alles klar, Junge. Ganz, ganz ruhig bleiben. So, der Typ ist weg. Jetzt müssen wir wohl hier rein. Die Tür ging danach auf. Und irgendwie kann man sich ja jetzt schon denken, dass da hinten dran einem nichts Positives erwartet. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! Oh, vielen Dank.
Ich hoffe einfach, ich komme nachher nochmal rein. Ich habe jetzt vergessen, hier so ein bisschen zu looten. Boah, endlich mal diesen schweren Kampf da geschafft. Ja, komm. Den Energieknoten auch gleich mal. Vielleicht finde ich ja hier was Nützliches drin. Ich habe nämlich auch kein Medkit mehr, habe ich gesehen. Okay. Ist zumindest mal ein Medkit. Und ein bisschen Muni noch. Schön da hinter der Tür, hoffe ich doch. Oh, da hinten ist was. Wie geht das nicht an? Ach, was soll denn der Mist? Okay. Da kommt man nicht ran. Ich hab mal gerade eine Idee. Was da hab ich mir gedacht, das Vieh. Ja, manchmal muss man auch klug vorgehen, ne? Oha, da steht jemand. Erstmal looten, ich brauche trinken Muni. Kannst du jetzt nicht mal Muni droppen? Ah, oh, doch, da ist was, da ist was. Puh. Allerdings. Na? Ah, für ihn hier. Okay. Oh, ich brauche so dringend Munition und Leben. Das gibt es nicht. Ruhig bleiben da, ne? Immer ruhig bleiben. Ich nehme mal gerade die Plasmakarte-Energie, hast ja nichts dagegen, ne? Lass ich mal in Ruhe. Ne? Immer diese nicht so schönen Räume. Oh, nochmal Plasma-Cutter-Energie, ist ja schön. Ich darf jetzt hier keine Munition oder sonstiges mehr übersehen. Das wird ein bisschen eng für mich. Oh, ein Speicherpunkt. Den nehmen wir doch gern mal in Kauf hier. Ja, wir nehmen ihn in Kauf, genau. Wir nehmen ihn in Anspruch. Dr. Masters Büro, da sollen wir jetzt mal rein. Hat auch einen unzweifelhaft einmaligen Geschmack, was seine Innenrichtung angeht. So, dann. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Hören wir uns mal den Audi-Log. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig.
bald. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Okay. Süß. Sehr, sehr süß. Ja, kommt schon. Aber ich habe zu wenig Leben, um die im Nahkampf jetzt. Ja, natürlich. Ach Mann. Doof. Naja. Ja, auf zu ersticken. So. Ja, im luftleeren Raum kann man nicht mit dem Flammenwerfer rumschießen, ob das jetzt physikalisch richtig ist oder nicht. Sei dahingestellt. Schon mit dieser fetten Waffe auf diese kleinen Kackviecher da schießen. Ruhig bleiben, Junge. Siehst du jetzt richtig, dass ich null Muni hab? Toll. Ja, natürlich. Ich finde hier nur Flammenwerfer, Muni. Komm durch. Komm noch. Nein, es verfolgt mich. Wir haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond.
versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Boah, meine Güte, das ist aber ein bisschen knapp, ein bisschen nervig. Null Mund, kaum mehr Leben. Erstmal speichern hier. Und einfach nur noch durchlaufen. Das ist jetzt nicht das... Mann, das Vieh läuft hier immer noch irgendwo rum. Hoffentlich kommt das hier nicht. Und ich muss jetzt dringend kaufen. Und ich habe auch nicht so viel Kohle. Ah, die zwei Medkits habe ich aufgenommen, die benutze ich direkt mal. Puh. So. Was haben wir noch im Inventar? Luftkanister mit. Oh Gott. Diese Laserkanone, die benutze ich nicht. Die verkaufe ich jetzt auch erstmal. Dann brauche ich Energie, Waffen. Ja, Waffen. Ich brauche erstmal... So, das muss erstmal reichen. So, ich hoffe, damit überlebe ich jetzt erstmal nochmal. Ich hab immer wieder volle Energie. So, okay. Komm. Das spreche ich gerade schnell nochmal. Und dann muss ich mal weitergehen. Ich weiß, der eben hat gesagt, ich muss mich beeilen, aber meine Güte. Ist ja nicht meine Luft, die knapp wird. Scheiß Vieh kommt jetzt doch eh an jeder zweiten Ecke. Das Vieh, das sich nicht töten lässt. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Leviathan. Ich dachte, das Ding wird Leviathan ausgesprochen. Hier war ich schon mal, oder? Ja. Nicht, dass hier nochmal was drin ist, ne? Ah, scheiße. Oh, Leute. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich Zeuge werden will, mein Freund. Ah. Nochmal zwei Kisten für mich. Munition und Munition, perfekt. So. Einmal noch schnell durchladen. Spinde, sehr schön. Energie.
Credits. Und nochmal Plasma-Energie. Sehr schön. Puh. So. Dann auf Kryogenik-Labor. Ich dachte, ich soll zur Monorail-Station. Ach ja, wenn er da hinten auf mich wartet, was wird wohl in diesem Raum dann passieren? Also, bevor ich jetzt hier diesen netten Kampf angehen werde, was ist das denn? Mache ich mal hier einen kleinen Cut und was in diesem wundervollen, widerlichen Raum passiert, sehen wir, wer auch immer, in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!